Sieht man später nicht. Ich werde das einfach alles hinbauen und Mrs. Tab niemals erzählen. Hallo Leute, heute befinde ich mich in Mrs. Tabs Bastelzimmer, denn hier gibt es ein großes Problem. Und zwar den Rainbow Table. Die ein oder anderen von euch haben es vielleicht schon gesehen, ich habe vor längerer Zeit mal hier diesen wunderschönen Rainbow Table gebaut. Doch da gibt es ein paar Problemchen. Erstens, die Konstruktion hier unten ist nicht wirklich stabil genug. Der wackelt zu sehr, oder besser gesagt, der hat sehr stark angefangen zum Wackeln, weil sich tatsächlich hier oben diese Leimholzplatten anders ausgebreitet haben als die Konstruktion unten. Somit sind mir hier unten tatsächlich ein paar Schrauben abgerissen und die ganze Konstruktion hat sich verschoben und ist wackelig geworden. Das nächste ist hier oben dieser Rainbow, den ich ja gemacht habe mit Wachs und Epoxidharz. Die Wachsschichten ist mir überall eingerissen und man sieht ja auch schon so Luftblasen, wie sich das Epoxidharz hier ablöst. Hier ist eine ganz große Luftblase und so. Also das war auch Mist hier. Deswegen werde ich hier jetzt einen stabilen Tisch machen und Mrs. Tab hat sich Folgendes gewünscht. Du, der Rainbow Table, den du für mich gebaut hast, der ist kaputt gegangen und jetzt brauche ich einen neuen Tisch. Das ist ja blöd. Ja, dann baue ich einen neuen. Was brauchst du denn alles für den Tisch? Der Tisch muss höhenverstellbar sein, dass ich im Sitzen und im Stehen dran arbeiten kann, dass ich keine Rückenschmerzen bekomme. Ja, dann brauche ich unten Regale dran, wo ich meine wichtigen Bastelutensilien verstauen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, vor allem sollte er diesmal wirklich stabil sein und nicht wieder nach einem Jahr kaputt gehen. Ja, okay, ja. Schwierig. Und ich möchte das Nickys Creative Corner Logo irgendwo schön groß drauf gelasert haben. Geht? Das kannst du ja mit deinem blöden Laser da machen. Ja, das kann ich alles machen. Bis wann brauchst du denn den Tisch? Am besten gestern. Also los, fang an. Ja, passt, dann fange ich gleich an. Wann soll der fertig sein? Es hätte nichts Besseres zum tun, ehrlich wahr. So, ich habe jetzt hier den FlexiSpot E7W Pro und den werden wir aufbauen, weil Mrs. Tab wollte hier einfach einen höhenverstellbaren Tisch haben, dass sie im Sitzen und im Stehen arbeiten kann. Genauso wie hier drüben auch schon, da haben wir ja auch schon einen FlexiSpot stehen. Ich bin einfach sehr überzeugt von den Tischen. Da werde ich dann noch ein paar schöne Regalchen hinbauen, dass Mrs. Tab ihren Schund, ihre Utensilien unterbringen kann. Und das machen wir jetzt. Los geht's. Der Tisch ist aufgebaut, ihr habt gesehen, ging super schnell und jetzt haben wir halt den Vorteil, wir können uns jetzt die Höhe verstellen, das ist ziemlich cool. Wir können uns verschiedene Höhen einstellen, also vorspeichern, was ich jetzt zum Beispiel sage, hier Sitzhöhe, die kann ich mir jetzt speichern und dann kann ich ihn ganz hoch fahren und kann auch stehend dabei arbeiten. Das war Mrs. Tab ganz wichtig, dass sie hier so im Stehen arbeiten kann. Jetzt kann sie sich hier eine Stehhöhe einstellen, sie kann ihn auch ganz weit hochstellen und was auch sehr cool ist, man kann ihn auch automatisch verfahren lassen, zum Beispiel wieder in die Sitzposition. Jetzt fährt er automatisch und der hat einen Stopp. Wenn sich jetzt unten irgendwas verklemmen würde, dann bleibt er stehen und fährt ein Stück zurück. Das finde ich super praktisch bei den FlexiSpots, dass sie diesen tiefen Stopp haben. Falls mal das Kind unten durchläuft und nicht zerquetscht wird, dann machen wir einfach den tiefen Stopp rein, dann quetschen wir unten den Fuß und dann fährt er wieder hoch. Das ist mega cool. Das war aber jetzt natürlich nicht bei meinem Projekt. Dieser FlexiSpot E7W Pro, der wird jetzt benutzt. Jetzt machen wir uns hier noch coole Regale hin, die sich Mrs. Tab gewünscht hat, dass sie hier auch noch Sachen verstauen kann. Und das ist jetzt das eigentliche Projekt für heute. So Leute, ihr habt Mrs. Tab gehört, es muss schnell gehen. Ich habe jetzt hier so zwei Restplatten, das ist Birke Massiv Leimholz. Und ja, das sind sehr große Platten, das sind Reststücke von meiner Werkbank. Könnt ihr aber auch so kaufen. Da schneiden wir uns jetzt mal ein paar schöne Leisten zurecht. Ich habe schon so eine grobe Idee, wie ich den Stauraum machen möchte, so dass es dann auch Mrs. Tabs Vorgaben entspricht. Let's go! We'll be right back.
So, ich habe mir jetzt die groben Korpusteile zurechtgeschnitten und jetzt verschleife ich noch ein bisschen die Kanten, damit es auch schön aussieht. So viel Zeit muss sein für Mrs. Tab. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt verschrauben wir mal einen dieser Grundkorbpenisse. Da mache ich mir jetzt eine 2 cm Markierung. Ich habe hier quasi 50er Platten. Das ist die Deckelplatte und die Bodenplatte ist eine 46. Auf jeder Seite 2 cm markieren. Millimeter, Zentimeter, Dezimeter, Meter. Kennen Sie ja keiner mehr aus. Okay. Dann brauchen wir eine Bodenplatte, das ist die mit 46 cm und dann habe ich 2 Seitenplatten. Damit ich mir das jetzt schöner verschrauben kann, habe ich hier meine Winkelspanner. Die gibt es für die kleinen, großen Wolfkraftzwingen und auch für diese Let's-Bastel-Zwingen und Baugleiche, kennt ihr ja, gibt es bei mir im Shop. So, jetzt kann ich mir da quasi eine ranzwingen und muss nicht so viel halten. Ja, das ist mir quasi eine Arbeitserleichterung hier. Und jetzt kann ich von hier die Schrauben reinmachen. Ich glaube, es würde nicht schaden, wenn wir ein bisschen vorbohren. Gute alte Jetfast. Und nochmal das gleiche, vorbohren. Andere Seite das gleiche. So, und als nächstes kommt jetzt hier der Deckel drauf. Und da habe ich mir hier jeweils die 2 cm Markierung gemacht. Und die 2 cm Markierung muss jetzt quasi hier mal auf der Außenseite des Korbpenisses sein. Jetzt kann ich mir das wieder anlegen und kann mir wieder meine Löchlein vorbohren. Da habe ich mir hinten schon Markierung gemacht. Und die jetzt auch wieder verschrauben. Oder wie man im Fachjargon sagt, chatfastisieren. Und hier oben, der Deckel, der steht jetzt eben auf jeder Seite 2 cm über, weil da habe ich mir eine gute Idee einverlassen als Halterung später. Das zeige ich euch dann später, warum das ist. Und das wären jetzt quasi die Grundkorbpenisse oder Korbpeninen. Was ist denn die Mehrzahl von Korpus? Korbpenen. Und hier in der Mitte variieren wir jetzt quasi. Da machen wir jetzt verschiedene. Da machen wir einen mit Fächer, einen mit Stangen und so. Das zeige ich euch jetzt natürlich auch. So, ich habe jetzt den Korbpenis nochmal auseinandergebaut, weil ich hier noch Fräsungen machen möchte. Weil hier in das erste Korbpenis-Dingsbums kommen solche Stangen rein. Da will Mrs. Tab eben so Sachen dran aufhängen. Und da mache ich jetzt Fräsungen, wo man die Stangen so reinführen kann. Ich habe mir jetzt ein äußerst komplexes Konstrukt gebaut. Habe mir quasi meine Fräsungen schon angezeichnet. Das wären immer so schrägen. Und habe jetzt mir quasi ein System überlegt, mit dem ich hier immer mit 2 Anschlägen möglichst gerade schräg reinfräsen kann. Ich habe jetzt quasi hier den Anschlag, an den ich die Fräse führe und einen Anschlag, also einen Endstopp. Wir werden sehen, ob das jetzt hinhaut. Jetzt fräsen wir mal das Ding. Wünscht mir Glück, wäre jetzt schade, wenn es nicht klappt. Jetzt geht da das Ding an. Ah, ich glaub's ja nicht. Also tatsächlich, das erste Brett war ein voller Erfolg. Die sind wirklich wunderschön geworden. Wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Nachdem das jetzt geklappt hat, erkläre ich euch, was ich gemacht habe. Erstens mal habe ich gemessen, dass ich hier von der Mitte des Fräsers bis zur Kante der Fräsplatte 4,2 mm habe. Millimeter, Zentimeter, Dezimeter, Meter. Kennen Sie ja keiner mehr aus. Okay. Deswegen habe ich mir eine 4,2 mm Leiste angerissen. Und mit dieser 4,2 mm Leiste mache ich quasi die Striche, die ich mir hier auf der Platte markiert habe, das sind jetzt die Fräsungen. Da soll die Mitte der Fräsung sein. Und jetzt mache ich mir hier 4,2 mm daneben jeweils nochmal so einen Strich mit meiner Leiste. Die Markierungen müssen jetzt gefräst werden. Nach vorne, der Anschlag ist auch 4,2 mm, mache ich mir auch nochmal eine Hilfslinie. Und jetzt kann ich mir quasi hier meine Fräsplatte genauso einrichten immer, dass ich hier jeweils auf den Markierungen bin. Der hintere Anschlag ist quasi 4,2 mm vom Endpunkt entfernt und dieser Anschlag ist immer 4,2 mm vom Mittelpunkt meiner Fräsung entfernt. Das lege ich mir jetzt alles auf die Markierung einfach so auf und dann spanne ich fest mit 2 Zwingen einfach. Und dann kann ich ganz einfach fräsen. Jetzt habe ich quasi, wenn ich hier an den Anschlag entlang fahre, bis zum nächsten Anschlag, habe ich quasi genau meine Linie getroffen. Und wie gesagt, hinten habe ich nur eine Schraube drin, die den Anschlag auch festhält, dass er sich nicht wegdreht. Jetzt mache ich quasi den Anschlag wieder raus, schiebe das Brett ein bisschen hinterher und richte mir das auf die nächste Linie ein.
Ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich beide Bretter perfekte Fräsung gemacht habe. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz auf mich. Das hätte ich mir nicht gedacht. Und sie sind sogar spiegelverkehrt. Das heißt, ich habe keine Seite falsch gemacht. Schön, schön. Oh, den ganzen Staub in den Schuhen. Jetzt schraube ich den Korpus mal nochmal zusammen und dann zeige ich euch, was jetzt der Sinn an der ganzen Sache war. So, jetzt habe ich hier die Fräsung drin. Jetzt habe ich mir quasi Stäbchen genau in die richtige Länge zurechtgeschnitten. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes, wie könnt ihr für die Werkstatt auch bauen. So ein Rollenhalter, ja, so Klebebandhalter. Jetzt kann man die quasi hier so einführen und kann das Klebeband so abziehen. Ich habe das jetzt so designt, dass es hinten offen ist. Ich mache das jetzt, dass ich das von hinten einführe. ich führe das jetzt von hinten hier ein. Oh. Das hat ja wieder super geklappt zum Zeigen. Ich führe das von hinten ein. Dann habe ich den Vorteil, dass ich von vorne einfach rollen kann und ziehen kann, weil da vorne anliegt. Wenn ich jetzt quasi das Klebeband hier rausziehen möchte, dann kann ich hier von nach vorne ziehen. Weil wenn ich das so mache, dass ich es von vorne einführen würde, dann kann es mir schnell passieren, wenn ich hier am Klebeband ziehe, dass ich mir die ganze Stange rausziehe. Das möchte ich nicht. Deswegen von hinten einführen. Immer ganz wichtig. Tada! Das wäre Korpus Nummer 1. Der ist dann eigentlich soweit fertig. Den kann man zur Seite tun und mit Korpus Nummer 2 weitermachen. Und Korpus Nummer 2 hat die gleiche Grundform wie Korpus Nummer 1, deswegen habe ich mir hier schon die Teile zurechtgeschnitten. So, bei dem zweiten Korpenis möchte ich jetzt ganz normale Regale einsetzen. Dazu möchte ich auch noch von hinten eine Rückwand anbringen. Das, wenn man jetzt natürlich Sachen einlegt, dass man es nicht nach hinten durchschmeißt. Somit werden wir jetzt hintenrum den Korpus wieder zerlegen. Wieso habe ich den jetzt zusammengebaut? Das ist ja wieder saublöd. Wir werden mal wieder zerlegen, werden hinten jeweils einen Schnitt reinsetzen als Rückwand zum Einsetzen. Bevor ich das jetzt zerlege, mache ich mir an zwei Ecken jeweils eine Markierung. Ich mache hier einmal einfach einen kleinen Kreis und einmal ein kleines Dreieck hier über die Kante, wie so ein Schreinerdreieck, dass ich später wieder weiß, welche Stellen zusammengehören. Dann passen auch die Bohrung und die Löcher wieder. Das habe ich vorhin genauso gemacht. Okay, dann jetzt wieder zerlegen. Das war jetzt nicht so schlau. Hätte man auch erst fräsen können. So, ich stelle mir jetzt hier erstmal die Höhe des Sägeblatts ein, auf 1 cm. Und von außen gehen wir rein, 5 mm. So. Und jetzt muss man bei jedem Brett einmal einen Schnitt setzen. Wichtig ist jetzt natürlich, was habe ich mir jetzt nicht markiert, wo ist innen? Ah, das habe ich ja wieder ganz gut gemacht. Mist, das hätte ich mir noch markieren sollen. Das habe ich ja richtig doof gemacht. Ich mache hier grob schnell eine Markierung, wo ich schneide. Nicht, dass ich jetzt dann eine Fräsung, einen Schnitt außen setze. Das ist natürlich schon wichtig. Okay, passt. Dann machen wir jetzt die Schnitte. So, jetzt kann ich gucken, ob das Material hier schon reinpasst. Wahrscheinlich noch nicht. Es wird noch ein bisschen zu... Jawohl, passt eigentlich ganz gut. Ich möchte aber trotzdem noch ein Müh breiter werden. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach nochmal ein Millimeterchen nach außen. Nicht ganz ein Millimeter, nur ein Müh. Und jetzt mache ich nochmal einen Schnitt. Passt schon. Gut, jetzt noch die Platte zurechtschneiden. Das heißt... Ich muss jetzt jeweils einfach das Innenmaß messen, plus jeweils nach oben und nach unten 1 cm, nicht ganz, damit es auch wirklich snackfit reingeht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier, wenn ich die Regalböden reinmache, von außen hässliche Schrauben reinmachen. Deswegen machen wir jetzt hier noch in die Seitenwände Fräsungen rein, wo wir dann die Regalböden einschieben können. Dann spanne ich mir hier mal einen Fräser ein. Ganz normalen 12er Nutfräser. Warum 12er? Ich mache jetzt die Fräsung auf zweimal, weil ich habe keinen 18,1 Fräser. Ich habe einen 20er oder einen 16er. Ich möchte aber nicht gleich mit 16 mm ins Material reinjagen. Und deswegen denke ich, ist ein 12er ganz okay. Den stellen wir jetzt auch wieder ungefähr auf 1 cm Höhe ein. Tatsächlich ist es nicht unbedingt so genau. Ich mache jetzt erst die Nuten. Ich kann ja danach mir das Material die Länge ausmessen. Ich fräse jetzt quasi einmal hier. Drehe das Brett einmal um, fräse nochmal, dann müssen wir den Anschlag nochmal verstellen und müssen noch eine zweite Fräsung machen. Und dann sollten wir hoffentlich genau auf den 18 mm kommen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt zum Schluss noch so ein Opferbrett hergenommen, weil ich dann einfach weniger Ausriss habe, wenn der Fräser austritt. Habe ich vergessen bei der ersten Fräsung. Wir brauchen ja eine 18er Fräsung, das heißt, wir müssen jetzt nochmal 6 mm in die Richtung stellen. Bei 12 und die weiteren 6 sollten wir dann auf 18 kommen. Ich stelle jetzt mal wirklich nur 6 mm rüber und lieber dann danach nochmal ein Dütti mehr, falls das Material nicht reinpasst. Ich möchte die Fräsung jetzt auf jeden Fall nicht zu groß machen. Also, das Gute ist, ich habe hier an meiner Säge schon eine Skala, die kann ich jetzt nehmen, 6 mm in die Richtung und dann gucken wir mal.
So, inzwischen habe ich mir auch die zwei Regalböden zurechtgeschnitten. Und übrigens, immer zwischen den Sequenzen hier schleife ich die ganzen Bretter auch die Phasen zurecht. Bloß das zeige ich euch nicht jedes Mal. Das mache ich immer zwischendrin in Zwischenarbeitsschritten. Ich sehe schon wieder die Leute schreien, die sich dann beschweren. Von wegen, der Depp, der... Ach, keine Ahnung. So. Jetzt muss man gucken. Jetzt habe ich mir hier außen meine Markierung gemacht. Hier Dreieck, Dreieck. Das passt zusammen. Sehr schön. Jetzt können wir den wieder zusammenschrauben. Die Regalböden, da machen wir ein bisschen Holzleim rein. Hier gibt es bei Primo 24. Ja. Nicht zu viel. Ich möchte jetzt nicht, dass das überall dann rauspatzt. Durch die Nut alleine sollte das wirklich auch schon relativ gut halten, denke ich. Na dann, gibt ja nichts Besseres als alte Unterhosen als Lappen. Dann ein Regalboden. Gucken wir mal, welche Seite die schönere ist für die Front. Drück mal hier rein. Sollte eigentlich snugfit passen. Habe ich das jetzt zu kurz abgeschnitten? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe es ja gemessen. Es ist tatsächlich hinten 2 mm zu kurz. Irgendwas ist doch immer. Keine Ahnung, wo ich mich da jetzt wieder vermessen habe. Es ist halt tatsächlich so, dass der Regalboden leider nicht genau perfekt an der Rückwand anliegt, weil ich mich da vermessen habe. Ich hoffe, dass der Rest zumindest passt. Bei der Rückwand muss ich normalerweise keinen Kleber einsetzen. Die sollte hier gut reingehen und dann auch wirklich halten. Mit ein paar liebevollen Schlägen geht es schon. Ta-ta-ta-ta-ta. Das ist Kästchen Nummer 2 mit schönen Fächern. Hier hinten kann ich noch die zwei Markierungen schnell abschleifen und gut ist. Ich befinde mich jetzt hier wieder an meinem Aeon Mira 7S Laser. Und ich habe mir jetzt hier eine große Laserarbeit angetan. Zuerst habe ich wieder eine Probelaserung gemacht. Hier habe ich angefangen, da habe ich mir die Geschwindigkeit eingestellt und dann habe ich mir ein kleines Logo gemacht. Hier Nickes Creative Corner. Nachdem ich die Probelaserung fertiggestellt habe, habe ich mich ans richtige Logo gewagt. Ein Riesenvorteil des Aeon Mira 7S Laser ist einfach, dass er super schnell ist und wirklich super präzise arbeitet. So hat er das riesengroße Logo wirklich in kürzester Zeit fertig gelasert und ich musste nicht lang warten, um weitermachen zu können. Noch eine Kleinigkeit zum Lasern. Ich habe extra eine Umfrage auf Instagram gemacht und ihr habt abgestimmt und ihr wolltet das im Video haben und sehen. Ich habe jetzt hier eine Datei, die ich gelasert habe, dieses Nickes Creative Corner, und das ist nicht unbedingt die optimale Datei. Das ist quasi eine relativ kleine JPEG-Datei wahrscheinlich gewesen, die ich jetzt hier im Lightburn großgezogen habe. Da wäre es jetzt natürlich besser, wenn man eine richtige Vektordatei hätte und nicht eine, weiß nicht, PNG oder JPEG-Datei. Auf jeden Fall ist die Datei eigentlich relativ klein und durch das Großziehen sieht man hier jetzt stellenweise die Pixel. Und wenn man sich das jetzt hier mal ganz genau anschaut, zum Beispiel am R sieht man es ziemlich gut, dass hier so richtig solche unsaubere Strukturen sind oder hier am V, dass man so richtig so ein bisschen die Pixel sieht oder hier oben bei dem oberen Rand. Ja, das wirkt einfach ein bisschen pixelig, weil diese Datei eigentlich ursprünglich halt nur ganz klein war und ich die halt hier groß gezogen habe. Und das sieht man natürlich jetzt auch an der gelaserten Datei, dass dieses R hier ein bisschen unsauber aussieht, genauso wie das V hier oder oben, wie ich schon gesagt habe, dieser Strich. Das liegt aber jetzt tatsächlich nicht am Laser, dass der schlecht ist, sondern es ist eher so, dass der Laser so gut ist, dass der diese Fehler in der Datei, diese Pixelstörungen, diese Verpixelung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dass der die hier auch überträgt. Ich wollte euch das eben nur zeigen, dass wenn man da solche Probleme hat, dass man da einfach mal auch mal in die Datei reinschauen muss, weil der Laser hat es halt wirklich 1:1 übertragen, was er eigentlich vom Laser her wirklich gut ist. An dieser Stelle noch der Tab aus dem Videoschnitt. Einige von euch haben mir ziemlich gute Nachrichten geschrieben, wie man den Fehler beheben kann, den ich hier erklärt habe. Bloß das passt jetzt heute nicht mehr ins Video. Wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare, dann erkläre ich euch das mal in einem kommenden Video, wie man diese Fehler in den Dateien beheben kann. Und jetzt geht's weiter mit dem Projekt.
So, jetzt baue ich das letzte Kästchen zusammen und es waren jetzt eigentlich genau die gleichen Arbeitsschritte wie vorhin, bloß dass wir hier lange Fräsungen gemacht haben und keine kurzen. Da kommt jetzt Holzleim rein. Flatsch, 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 flatsch. Ihr wisst, flatschen, dann hält es besser. Flatsch, 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 flatsch und flatsch, 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 flatsch. Und jetzt kommen meine Zwischenböden rein, die hier natürlich snackfit passgenau reinpassen, weil ich ein absoluter Profifräser bin. Dann kommt das drauf und dann wird vorn und hinten jeweils ein Deckelchen dran geschraubt. Unten wieder ein kurzer und oben langer, der müsste genau bündig sein. So, und wieso passt das jetzt nicht? Habe ich mich jetzt wieder vermessen oder was? Nee, das muss schon stimmen, oder? Ja, bloß ich habe mich irgendwo vermessen. Dann kotze ich aber. Es ist schon Leim dran. Jetzt muss es passen. Jetzt. Jetzt ist wieder. Wieso? Was ist denn jetzt? 19? 19,3? Wieso? Ich muss die nochmal abschneiden. Jetzt ist schon überall Holzleim dran. Ich könnte schon wieder kotzen. Hilft jetzt nichts. Jetzt müssen wir schnell machen. Scheiße. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Ach, Manu. Wo ist die Leimhose? Komm schon. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Das hätte es jetzt nicht gebraucht, dass ich mich da nochmal irgendwo vermisse. Also Leute, ich sage euch eins. Ich mache das nicht mit Absicht, ja? Ich mache das nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt hier wieder irgendwo vermessen habe. Also ich muss jetzt 3 mm noch wegschneiden, glaube ich. Mach ich schnell, dann geht's weiter. Weil natürlich habe ich den riesengroßen Fehler gemacht, dass ich kein Try-Fit oder Dry-Fit, also Trocken-Fit oder Test-Fit gemacht habe. Weil ich dachte, ich bin ein Profi und normalerweise vermesse ich mich ja nicht oft. Also die Fräsung ist auf jeden Fall gut geworden. Da muss ich schon mal sagen, da muss ich mir schon mal auf die Schulter klopfen hier. Jetzt schaut es doch schon besser aus. Die Schraubenlöcher falsch gebohrt. Ich habe die Löcher hier schon vorgebohrt, als würde ich hier vorne das Regal machen. Ich mache es aber eher hier. Es ist unten und oben, das wird man später nicht sehen. Jetzt habe ich mir die ganze Zeit so viel Mühe gegeben und habe es mit dem letzten bisschen wieder geschafft zu pfuschen. Also manchmal, das ist wie verhext. Eigentlich, ich dachte, das ist jetzt... Nee. Da fällt mir schon nichts mehr dazu ein. Aber jetzt, trotz dem kurzen Fehler, sieht es doch ganz schön aus. Und warum ist jetzt das hier so? Das ist jetzt quasi, dass Mrs. Tab so lange Geschenkpapierrollen hier so da längs nach reinlegen kann. Das passt schon, wie gesagt, die Löcher sieht man später nicht. Die sind oben und unten. Man könnte jetzt da noch ein Bohren Dübel setzen oder irgendwas. Aber sieht man später nicht. Ich werde das einfach alles hinbauen und Mrs. Tab niemals erzählen. Im Grunde genommen sieht es ganz schön aus. Ich mache jetzt hier noch eine Zwinge dran, dass hier wirklich auch das schön beieinander ist. Weil sich diese blöden Leimholzplatten ja mal ein bisschen auseinander biegen. Die Zwinge ist auch schon wieder im Arsch. Hier habe ich vorhin schon solche Stückchen gebaut und verleimt. Das habt ihr im Schnelldurchlauf gesehen. Die muss ich auch nur noch abschleifen. Und die werden jetzt quasi dann von unten an die Tischplatte geschraubt, dass man diese Regale hier so einführen kann. Weil das Besondere bei den Regalen wird jetzt sein, dass ich ja 3 Regale habe und dass man die dann hinstecken kann, wo man will. Das kann sich dann Mrs. Tab selbst überlegen. Jetzt mache ich nur noch quasi hier, schleife ich hier ein bisschen ab, dass das ein bisschen dünner ist, schleife hier innen noch ein bisschen, dass das hier ein bisschen schöner flutscht. Und dann werden wir die auch schon montieren. Schön. Wird schon. Bis auf kleine Fehler, kleine Rückschläge. So, also das ist jetzt mein neuer Schreibtisch. Ja, stabil ist er schon mal, das ist gut. Jetzt kann ich schön im Stehen arbeiten und vor allem auch im Sitzen. Das war mir wichtig, dass ich im Sitzen und im Stehen arbeiten kann. Weil oft, wenn ich zu lang sitze, kriege ich irgendwann Rückenschmerzen. Deswegen arbeite ich auch ziemlich gerne im Stehen. Und das machen wir jetzt gleich. Sehr gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Was haben wir denn noch alles beim Tisch? Schauen wir uns mal an. Also als erstes hat er da mein Logo drauf gemacht. Das schaut schon gar nicht mal so scheiße aus. Das hat er schon gar nicht schlecht gemacht. Dann habe ich hier ein Fach, wo ich meine Fotohintergründe und meine ganzen Geschenkpapierrollen verstauen kann. Das ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Dann, was wirklich praktisch ist, dass man die Fächer überall rausnehmen kann und je nachdem, wo man es will, woanders hinbauen. Das hat er wirklich ganz schlau gedacht, muss ich schon mal sagen. Jetzt drehen wir das mal um. Und hier hat er mir ein Fach gebaut. Das habe ich mir auch so gewünscht,
da wo ich meine ganzen Bantel dranhängen kann. Meine Geschenksverpackungsbantel, Klebebantel und was man halt alles für Bantel braucht, ne? Das ist wirklich auch spitze geworden, muss ich schon sagen. Und zum Schluss habe ich da hinten noch ein Gruschfach. Weil ihr wisst, jeder hat irgendeinen Grusch, den man irgendwo in ein Fach legen muss. Passt, genau. Also ich muss schon sagen, das hat er dieses Mal richtig gut gemacht. Der Tisch ist stabil, der hält mich aus. Der hat alle wichtigen Fächer, höhenverstellbar. Und an dieser Stelle, wenn ihr auch so einen richtig coolen Flexispot-Tisch haben wollt, schaut mal in den Link in der Videobeschreibung nach. Die haben eine super tolle Rabattaktion, da könnt ihr richtig viel Geld sparen. Und jetzt Flexispot kaufen und Feierabend, macht's das gut. Super Tisch, echt super Tisch.